Zeichnung starten. So. Fertig. Wie lange ist morgen die Ausstrahlung? Uwe, stell mir die Frage nachher bitte nochmal, gehe ich nachher drauf ein. Okay. So. Vorspann, wie immer, alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds, insbesondere mit Derivaten und dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Unser Kapital darüber hinaus, es besteht Nachschusspflicht. Wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht, ne, wenn ich genug habe, dann lass die Finger hier weg. Ne? Über speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, die den Teilnehmer Beispiel oder Aussagen dieses Seminars, Webinars berufe, weder von Dozenten noch von Forex Pro-Systemen noch von deren Partnern und Führungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die AGBs von Forex Pro-Systeme. Das heißt, wenn man die sehen will, dann die AGBs sind auf unserer Homepage unter www.forexprosysteme.de verlinkt. Hier unten alles, was ihr braucht, könnt ihr dort abrufen, könnt dort reinlesen, könnt drüber schimpfen, könnt es auch sein lassen. Aber wir sind verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass man die hier finden kann. Okay, ich lasse die Homepage mal ganz bewusst offen, weil die werden wir noch das eine oder andere Mal heute Abend brauchen. So. Ganz kurz vielleicht. Zwischendurch. Die Dow-Position ist sehr gut gelaufen, bis dahin auf jeden Fall. Hat es nicht ganz bis runter geschafft, aber fast. Und ich weiß, unser Georg hat mir gerade geschrieben, er hat den zweiten Anlauf genommen, nachdem er einmal rausgeflogen ist plus minus null, hat den zweiten Anlauf genommen. Das ist ja auch das, was uns Händler ausmacht. Kleine Stops, kurze oder kleine Risiken, kurze Stops. Und wenn es dann einer an den Backen gibt und es gibt das nächste Setup, gehen wir wieder rein. Ich kann ja ruhig 5, 6 Mal mit kleinen, ganz kleinen Verlusten rausfliegen, wenn ich ein großes Ziel vor Augen habe. Ne? Das ist ja genau das, was unseren Handelsstil eigentlich ausmacht. Wir gehen auch gleich darauf ein, welchen Handelsstil wir bevorzugen. Grund der Veranstaltung heute Abend ist ja, dass wir die letzten Tage, Wochen sehr viele Neuzugänge haben. Ne? Also ich sag mal, die Jungs, die schon 4, 5 Jahre hier dabei sind, ne? Wir haben neue, ey, die neuen, guck mal da, ey, das sind die neuen. Und bevor ich jedes Mal morgens im Webinar dann alles vom Urschleim an erzähle, mache es lieber jetzt einmal und erkläre genau, was wir tun und welches Regelwerk wir anwenden. Ich habe nichts vorbereitet, muss ich fairerweise sagen, weil ich es eigentlich aus dem Stegreif machen möchte, machen muss, weil wir von der Pike auf an damit arbeiten wollen. Das heißt, wer Kunde bei uns ist, hat ja in der Regel den, nee, nicht in der Regel, sogar ausschließlich, die WH Future Station Nano gebucht. Und wenn er die WH Future Station Nano gebucht hat, hat er sich ja vielleicht auch schon ein bisschen damit befasst. Und wenn er sich damit befasst hat, dann weiß er auf jeden Fall, egal, dass sich die Plattform genauso handeln lässt wie alle anderen auch. Es gibt ja nicht viel was anderes, bloß bei dem einen heißt eben, was weiß ich, die meisten kommen ja vom Metatrader. Im Metatrader heißt eben so eine Sache ein Template. Und alles, was im Metatrader Template heißt, heißt hier eben Layout. Und
Also so heißt es ja an jeder Plattform anders, aber dahinter steckt ja nichts anderes, als dass wir unsere einzelnen Chartbilder, die wir uns selber mit Indikatoren oder sonst irgendwas zugepackt haben, mit allem möglichen Kram, dass wir die alle in eine Form gepackt haben, wie wir uns das eingestellt haben. Wenn ich mir das hier so eingestellt habe, so, dann kann ich das abspeichern, nämlich hier oben unter Seiten, Seiten speichern unter, und dann kriegt das Ding einen Namen. Dann kann ich dem Ding hier einen Namen verpassen und dann finde ich das auch genau unter dem Seitenmanager dort wieder mit den Layouts, die ich mir abgespeichert habe, so wie es bei anderen Plattformen als Template üblich ist. Vielleicht ein kleines Sorry vorneweg, könnte durchaus passieren, dass man vielleicht das eine oder andere Mal zwischendurch gähnt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man unter Alkohol steht, nicht, dass man das wieder unterstellt. Dass wir saumüde sind, das hat was damit zu tun, dass das heute das dritte Webinar ist und die anderen beiden haben auch schon eine Stunde, anderthalb Stunden. Ton war kurz weg, weil das Telefon geklingelt hat und das Telefon darüber lief. Ich werde es einfach mal killen, dann passiert das nicht mehr. Weil das Telefon greift aufs Headset zu und dann kann es passieren, dass der Ton unterbrochen wird. Also wenn irgend sowas passiert, dann ist es einfach daran, dass ich heute schon 5 Stunden nonstop geredet habe. Also werden wir das jetzt auch auf das Nötigste beschränken. Also, wir haben hier unser Template, das, was ich hier jetzt im Moment aufgerufen habe, werden wir gleich ändern, heißt im Thorstens Layout komplett. So habe ich einfach mein Template genannt, wo ich alles drin habe, was ich irgendwo in irgendeiner Form abgespeichert habe. Und da unten sind meine ganzen Analysen, die ich da dahinter gelegt habe. Wie man sieht, ist mein Euro-US-Dollar in 5 Minuten als Alarm drinne, dann habe ich einen 60 Minuten drinne im DAX, ich habe hier einen 60 Minuten im Euro drinne, 240 Minuten im Euro und einen Tageschart im Euro und einen 1 Minuten Handelschart, wie jeder andere auch. Und ich habe hier den DAX im Tag, ich habe den 10 Minuten, ich habe einen 15er Spannchart und auch den Handelschart und ich habe den Dow Jones, so wie wir nennen das handeln, und ich habe den DAX im Future. Ja, Joe. So bin ich, ne? Ja. Das nächste Mal kostet das eine Kiste Bier. So, wir wollen uns aber auf die Grundregeln stürzen, die uns jeden Tag begleiten. Und wo viele die Unsicherheit haben, was mache ich jetzt richtig, was mache ich jetzt falsch, wo steige ich jetzt ein, wo steige ich jetzt nicht ein, welche Setups muss ich beachten, welche Setups muss ich nicht beachten. Ich habe parallel dazu über den TeamViewer auf einem zweiten Rechner die Plattform parallel gestartet, weil wir nachher darauf eingehen wollen, was dieses Group Trading ist. Deswegen habe ich den auf dem zweiten Rechner gestartet und werden sehen, dass wir den nachher mal zeigen, wie das Ding funktioniert, wie man sich anmeldet, wie man sich registriert und wie der weitere Werdegang ist. Muss nochmal drauf zurückkommen, nicht wieder behaupten, irgendwie ich stehe unter Drogen oder sowas, aber wie gesagt, das sind ein paar Rechner, die jetzt hier laufen. Ich muss auch auf dem anderen Rechner die Position platzieren, muss sie dann kontrollieren, ob sie im Group Trading auch platziert ist, muss ich hier an der Leinwand beziehungsweise an der Tafel dann auch noch erläutern, wie sie funktioniert. Okay?
Also es kann mal vielleicht zwischendurch ein bisschen ruhiger werden. Okay. Also, wir machen das mal ganz einfach. Wenn ihr den Nanotrader ladet oder die WH Future Station ladet, dann sieht das Ding nämlich in der Regel so aus. Richtig? So, jetzt sind auch meine Fenster alle weg. Hier unten ist jetzt nichts weiter offen, außer dass wir hier dass wir ein leeres Blatt Papier haben. Ein absolut leeres Blatt Papier. Jetzt gehen wir reden ja, oder wir starten und reden von Euro Pro. Das heißt, Euro Pro heißt, wir gehen die Älteren unter euch, die haben vielleicht noch Forex Pro. Es ist aber beides das Gleiche. Wir haben es dann umbenennen müssen in CFD Pro Euro, CFD Pro Euro Alarm Plus Plus. Das ist das, was wir benötigen. Entweder, wenn wir spreadbasiert handeln, je nach Kontomodell, handeln wir CFD pro Euro Alarm, und wenn wir Commission-based handeln, das heißt, wenn wir eine Kommission bezahlen, dann handeln wir CFD Euro Alarm plus plus. Alles, was Commission-based ist, plus plus, alles, was nicht Commission-based ist, handeln wir als ohne plus plus. Hier oben haben wir noch CFD pro DAX, das ist unser altes DAX Pro, das heißt, CFD pro DAX haben wir hier noch drinne. Für die Jungs, die dann den DAX handeln wollen, gehen wir nachher aber auch mal drauf ein. Dort ist es überhaupt nicht relevant, ob wir plus plus handeln oder nicht. Da wir den DAX als CFD handeln, ist der sowieso mit einer Ordergebühr, nicht mit einer Commission, aber mit einer Ordergebühr belastet. Das heißt, da gibt es auch keine oder hat nichts mit den verschiedenen Kontomodellen zu tun. Ich glaube, der Unterschied zwischen den verschiedenen Kontomodellen dürfte klar sein, zwischen Plus Plus und zwischen Spread basiert und zwischen Commission based, oder? Wenn nicht, schreibt's hier rein, dann erkläre ich das kurz. Dafür sind wir heute Abend da. Die Permissionen können nicht abgefragt werden, soll es später noch einmal versuchen, keine Nano. Wenn die Permissionen nicht abgefragt werden können, dann hast du irgendwie ein Problem mit deinem Konto. Glaube ich. Also musst du es so verfolgen. Tut mir leid, habe ich keinen Einfluss drauf. Kann ich auch nicht. Oder bei WH anrufen und nachfragen. Wie weiß ich, was ich für ein Konto habe? Ganz einfach, einfach mal auf CFD Pro Plus Plus und einmal ohne Plus Plus gehen. Die nicht hier anrufen, wehe. Nicht hier bei WH, Mensch. Wenn du hier anrufst, komm in Berlin und zieh dir eine, auch wenn du eine andere Gewichtsklasse bist. Das Plus-Plus-Modell, also das Commission-Based-Modell, gibt es erst seit einem Jahr. Wer seitdem nichts gemacht hat, der handelt auch nicht Commission-Based. Ansonsten reicht eine Mail an WH oder man guckt unten in das Konto, wo man eine Position laufen hat, erkennt man das ganz schnell am Spread. Können wir vielleicht gleich mal drauf gucken. Hermann, dir dich erzähle ich gerade. Die Unterschiede sind mir nicht ganz klar. Hermann H., weiß ich habe dir gestern übrigens eine Mail geschickt wegen der Tour. Wenn mich nicht alles täuscht, wohnst du irgendwie im Frankfurter Stuttgarter Raum. Du hast dich aber für Forex Pro on Tour zu dem Tagesseminar für Berlin angemeldet. Wenn das richtig ist, okay, dann schalten wir dich frei. Wenn du von Stuttgart oder Frankfurt, wo du herkommst, nach Berlin fahren willst, okay, aber ich glaube eher, du warst bestimmt für Stuttgart oder Frankfurt. Eher interessant. Müssten wir mal reden, wie wir das ändern. Die Unterschiede sind mir nicht ganz klar zwischen Plus Plus und nicht Plus Plus. Okay, wir haben zwei Kontomodelle. Das eine ist Spread-basiert. Spread-basiert kennen wir seit Jahren, wer dort handelt. Das heißt, wir haben einen Spread, der
startet bei 0,8 Punkten. Das heißt, wir haben ein Einstiegsbrett von 0,8 und wir haben ein Maximalspread von 3. Der Spread ist variabel. Ich rede jetzt vom Euro-US-Dollar, ne, um das an einem Beispiel festzumachen. Wir haben den Einstiegsspread von 0,8 Punkten. Das heißt, wenn ich das mal vergleichbar machen will, von der Preisstruktur her, 0,8 Punkte und maximal 3 Punkte. Das heißt, es kann an der Börse passieren, was will, ob die Non-Farm Payrolls nun kommen oder ob die nun Putin gerade irgendwie einen Dackel ans Bein pinkelt oder sonst irgendwas, da völlig Banane. Da kann auch richtig was passieren an der Börse. Der Spread ist bei 3 gedeckelt. Das heißt, ich habe die Schwankung bei einem 100.000er, bei einer 100.000er Position, das heißt mit einem Standardlot. Wenn ich mit einem Standardlot, also mit 100.000 Dollar im Markt bin und ich habe 0,8 Punkte Spread, zahle ich 8 Dollar Gebühr. Maximal 30 Dollar Gebühr. Okay? Wir haben mal Durchschnittsspread ermittelt in diesem Modell und der Durchschnittsspread belief sich zu diesem Zeitpunkt bei ungefähr 1,5 Punkten. 1,5 im Durchschnitt. Aber ich habe damit auch die Sicherheit, dass er nicht größer wird als 3 Punkte. Ich glaube, das Modell ist klar, oder? Das dürfte ja nicht mehr so viel ausmachen. Jetzt kommen wir zu dem Commission Based. Das Commission Based Modell hat ein Einstiegsbrett von 0,1 oder 0,2, also 0,0 sogar habe ich gesehen. Aber wir haben in der Regel ein Spread von 0,1, 0,2, 0,3. Aber dafür auch eine Commission von 4 Dollar rein, 4 Dollar raus. Immer auf 100.000 4. Das heißt 100.000 Dollar, wenn wir mit einem Standardkontrakt mit 100.000 Dollar in den Markt gehen, 4 Dollar rein, 4 Dollar raus. Mach 8 Dollar plus einem Spread von 0,2 sind wir bei einem Dollar. Das heißt, die Jungs, die nicht werden News handeln oder so, sondern die ganz klar während der Hauptzeit morgens handeln, für die ist das die billigste Variante und die kostengünstigste Variante. Allerdings fällt die Deckelung von 3 Punkten weg. Das heißt, wenn zwischendurch News kommen, wenn Putin auf einmal doch beschließt, in die Ukraine einzumarschieren und da passiert richtig was, dann fällt die Deckelung von 3 Punkten weg und ich lande auf einer, kann auch mal bei 13, 14, 18 landen. Das heißt, die Sicherheit habe ich damit aufgegeben. Also muss das jeder für sich entscheiden, was für ihn die günstigste Variante ist. Die allerbeste Variante ist, so wie, also nicht weil ich die habe, sondern ich habe mir das so ausgedacht, ich habe auf meinem Nanotrader, auf jedem Nanotrader zwei Konten liegen. Eins Commission-based und eins Spread-basiert. Das heißt, wenn ich ganz normal scalpe, mich ganz normal durch den Markt bewege und von einer Position zur anderen scalpe, intensiv handle ich Commission-based. Weil es sind die günstigsten Kosten und es ist auch mal schnell mit 2 Punkten ausgestiegen oder 2,5 Punkten ausgestiegen und tut nicht weh. Wenn ich weiß, dass News kommen oder wir wollen eben sogar ganz bewusst News handeln, morgens setzen wir eine Position, die wir abends vielleicht handeln wollen, so wie morgen oder so wie Freitag, dann setze ich diese Position morgens ganz bewusst schon auf dem Spread-basierten Modell. Weil während den News kann ich wenigstens meinen Stop vernünftig setzen, ohne dass mir was passiert. Ich muss maximal 3 Punkte Spread einrechnen und kann meine Stops ganz sauber und ordentlich platzieren. Das heißt, in diesem Fall nehme ich die Position und platziere die in dem Spread-basierten Konto. Ansonsten scalpe ich im Commission-based. Bei einem halben Kontrakt reduziert sich dann auch die Commission auf 2 US-Dollar. Richtig, wenn ich mit 0,5 Lot unterwegs bin, dann geht das logischerweise. Wenn ich mit einem Mini-Lot dabei bin, sind das 40 Cent. Okay? So wie zu den Modellen. Also ich handle in der Regel Commission-based, deswegen nehme ich jetzt hier mal dieses Plus-Plus im Seitenmanager. Wenn er mich jetzt denn lässt und nicht überlastet ist. Genau. So, jetzt bin ich in meinem Plus-Plus-Modell und sehe genau das, was ich eigentlich sehen muss. Nämlich, ich brauche für meinen Handel nichts weiter
als den guten Abend, Horst. Ein bisschen spät, ne? Hättest du jetzt den Entschuldigungszettel von deiner Mutter mitbringen können, ne? Dann hätte ich dir das auch nicht so übel genommen, mein Freund. Das heißt, wir brauchen für unsere Setups ja nur den 5-Minuten-Chart als übergeordneten Chart. Und zum Handeln brauchen wir unseren 1-Minuten-Chart. So, und ich werde auch das Bild jetzt gleich mal so lassen, wie das ist. Weil es eigentlich fast ein Klassiker ist, den wir hier gerade sehen oder gesehen haben. Ich werde auch hoffen, dass er jetzt genau das macht, was er eigentlich auch machen soll. Und dann sehen wir das. Das heißt, wir haben in diesem Chart einen freischwebenden. Das ist der 5-Minuten-Chart. In diesem 5-Minuten-Chart sehen wir, dort werden die Signale generiert, dort werden sie erstellt, dort werden sie hergestellt. Okay? Dieser 5-Minuten-Chart, der produziert die Signale. Überall da, wo ein Pfeil ist, hat er uns ein Short- oder ein Long-Signal gegeben. Diesen 5-Minuten-Alarm-Chart brauche ich nur zu einem einzigen Zweck. Und der Zweck ist, dass wir diese Alarme, die er hier produziert, uns akustisch oder optisch darstellen lassen können. Dazu haben wir in der Designerleiste, wenn wir die hier aufmachen, up, da machen wir, nageln wir die fest. Und dann haben wir hier unten den Button CFD Pro Alarm Send die Express. Und wenn wir da auf das Plus davor gehen, sehen wir Ton, Mail und Pop-up-Fenster. Und 0 ist immer ausgeschaltet und 1 ist angeschaltet. Heißt auf Deutsch, wenn ich jetzt den hier auf 1 stelle, dann kriege ich bei jedem Signal, was er hier produziert, einen Ton, einen akustischen Ton. In der Regel ist es momentan so, dass das Ding sagt Euro Long, sogar mit der gleichen Stimme wie die ihr jetzt gerade hört. Mit das Ausschalten ist der Ton ausgeschaltet. Hier kann ich die Mail-Funktion ein- und ausschalten. Das heißt, ich kriege in dem Moment, wo ein Signal kommt, kann ich mir eine Mail schicken lassen. Oder ich will dieses blöde Gelaber von Helwig seine Stimme nicht haben. Dann sage ich einfach Pop-up-Fenster an oder aus. Das heißt, er macht mir dann ein Fenster auf, wenn hier ein Signal generiert wurde. Für mehr ist dieser 5-Minuten-Chart nicht tauglich. Mehr wollen wir von ihm auch nicht. Das heißt, deswegen ist er auch ausgelagert. Wir machen ihn danach klein und lassen ihn einfach unten liegen. Er liegt hier unten nachher in der Leiste und kann ihn jederzeit wieder aufrufen. Wir haben unser Hauptfenster, den 1-Minuten-Chart und den 5-Minuten-Chart und den 1-Minuten-Handelschart. In dem 1-Minuten-Handelschart, den stellen wir uns immer als erstes so ein, dass wir da ein Konto hinterlegen. Ich hinterlege jetzt mal dieses Konto. Ups. Ist noch eine Euro-Position drin. Ist aber ein Demo, keine Angst. So, die ärgert nur. Das heißt, in diesem Konto, in dem ich handeln will, ich kann noch mein Live-Konto dahinter legen. Das stelle ich ja logischerweise hier auf der rechten Seite ein. Depot, da kann ich die Depots wählen. Und hier ist genau, da sind die beiden Live-Konten, die dahinter liegen. Eins Commission-based und eins Spread-basiert. Okay? So, wenn ich das gemacht habe, packe ich mir hier mein Speed-Trader oder mein. Ist der Ton okay? Er beschwert sich gerade, dass der Ton weg ist. Okay, Ton ist okay. Alles klar, danke. Dann liegt das wohl an Erd. So, die Dora ist sogar hier. Ist der Ton so abgehackt? Okay, ich muss versuchen, die Maus vielleicht ein bisschen weniger zu bewegen. Ich werde es probieren.
Ich hoffe, in der Aufzeichnung ist er nachher nicht auch abgehackt, aber er macht nicht so den Eindruck hier. Okay, also wir haben hier den 1-Minuten-Chart, in dem wir handeln. Regelwerk. Das Regelwerk sagt, wir warten auf ein Signal in 5 Minuten. Wenn wir den 5 Minuten Alarm haben, dann wird er hier im 1-Minuten-Chart nochmal verfeinert. Das heißt, hier sagt das Ding nur, du kannst kaufen, die übergeordneten Charts, die übergeordneten Zeitebenen, die sind genauso weit oder sind genau in diese Richtung unterwegs, wo du hin willst. Der hier kam jetzt ein bisschen spät, weil der Einstieg wäre idealerweise da drüber gewesen, aber okay, eine Minute zu spät. Das kann eben mal passieren, muss man entscheiden, ob man dem Trade noch hinterherläuft oder nicht. Ansonsten warten wir darauf, dass die Bewegung, wenn das Signal kommt, in der Regel kommt das ein, zwei Kerzen, bevor der richtige Einstieg da ist, dann warten wir drauf, bis die Bewegung zu Ende ist, warten dann auf die Korrektur an unserer Einstiegslinie und dann müssen wir abgleichen, ist unser Regelwerk, was wir uns auferlegt haben, überhaupt noch erfüllt. Das heißt, wenn wir long in den Markt wollen, wir haben hier einen grünen Pfeil, wir wollen long in den Markt, muss Punkt A der Hintergrund blau sein, Punkt B unsere CFD-Linie Express, also unsere Trendlinie, muss blau sein und soll nach oben zeigen. Unsere Einstiegslinie soll nach oben zeigen und der Bereich dazwischen sollte in der Farbe gefüllt sein, wo wir hinwollen. Wenn wir long sind, muss das Ding blau sein. Wenn wir short unterwegs sind, so wie hier, sollte das Ding rot sein. So, in diesem Fall, wie gesagt, das Signal kam ein bisschen spät, dann warten wir die Bewegung ab, warten, holen uns dann die Korrektur und in der Korrektur fangen wir an, über unseren Speed Trader dann die Position zu platzieren. Und wir achten darauf, dass wir nicht gegen die 5-Minuten-Kerze traden. Nur als Hinweis für die, da wo der Ton so schlecht ist, ich habe gerade hier von 2, 3 Leuten gehört, die haben alle Programme geschlossen, die sie nicht brauchen und dann ist der Ton auch astrein. Also wer dann im Hintergrund noch viele Programme hat, der hat nämlich dann auch das Problem von Citrix, dass die nicht sauber durchkommen und dann ist euer Rechner überlastet und dann kann auch der Ton weg sein. Muss man entscheiden, wie die Kerze läuft, ob man hier im Market einsteigen will oder einsteigen kann und vor allen Dingen, wie groß ist mein Risiko. Ich wäre hier in dieser Situation Market eingestiegen, da ich meinen Stop dann gleich hart runterlegen kann. Der hat unsere Zielbereiche hier geschnappt, ist zurückgelaufen, hat den bestätigt und fing dann an zu laufen, dann wäre ich hier auf Market eingestiegen. Wir entscheiden die 5-Minuten-Kerze dann, wenn wir einsteigen. Hintergrund ist, dass wir nur, deswegen sehe ich auch rechts in der Regel nur 2, 3, 4 Kerzen. Mehr brauche ich gar nicht. Nur die letzten Kerzen. Weil ich kann daran erkennen, wie weit ist im 5-Minuten-Chart die Bewegung fortgeschritten. Und es könnte ja sein, wenn wir in die Korrektur einsteigen. Wir wollen ja in der Korrektur handeln. Das heißt, die Bewegung ist weg, jetzt kommt die Korrektur. Wir kriegen nach Euro pro oder nach CFD pro Euro einen ganz sauberen Long-Einstieg, stoppen, lassen uns Long einstoppen und kriegen dann so eine Kerze, wie wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart sehen, nämlich eine ganz klare Umkehrkerze im übergeordneten Chart auf Short. Eben war das Ding hier fast ein Shooting-Star. Wenn das Ding ein Shooting-Star wird, was ja sein kann, dann gehen wir logischerweise nicht Long, weil wir würden uns gegen alle Händler stellen, die übergeordnet handeln. Das wollen wir selbstverständlich nicht. Dann lassen wir die Position. Ganz einfach. Okay? Das ist das ganze Gedöns hierum. Das heißt, die Signale, die wir aus den 5 Minuten holen, die in 5 Minuten produziert werden, die haben wir hier unten als Study nochmal drinne. So. Und
wenn die da produziert werden, wird hier abgeglichen mit dem 1-Minuten-Chart. Hier werden sie verfeinert und erst wenn hier alles auch stimmt, dann werden die Signale im 1-Minuten auch gesetzt und dann sollten wir auch danach gehen. Wenn wir das Signal in 5 Minuten kriegen, dann haben wir in der Regel noch ein paar Minuten Zeit. Der 5-Minuten-Chart müsste ich jetzt gucken, wo das Signal da gekommen ist. Dann kann man in der Regel auch, hat man noch 1, 2, 3 Minuten Zeit. Der Ton liegt wahrscheinlich an der Internetgeschwindigkeit, warum auch immer. Also ich habe über 23.000 Anliegen und die habe ich vorher auch getestet. Die sind auch super. Was ich natürlich machen kann, ich kann versuchen, mein Firefox zu schließen und dann mal gucken, ob das dann besser wird, weil dann ist eine Belastung weg. Du brauchst hier unten, um den Study zu sehen, gehst nur mit einem Doppelklick drauf auf die Linie und dann sind sie weg. Also ich ziehe das Ding hier runter. So ist es bei euch. Wenn ihr mit einem Doppelklick drauf geht, sind beide da. Okay, also akustisches Signal aus den 5 Minuten kommt. Udo sagt mir gerade sogar über Ton. Der Ton ist über Telefon sogar wesentlich besser. Aber jetzt ist auch gut. Also mehr Tipps. Dann müsst ihr euch zur Not die Aufzeichnung angucken. Also mehr kann ich jetzt hier echt nicht machen. Nochmal, wir haben den Alarm in 5 Minuten gerade gehabt mit der Kerze um. So, das heißt, das akustische Signal kam um 18:44. 18:44 und im 1 Minuten 48. Das heißt, mit Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze hier irgendwo kam das akustische Signal im 5 Minuten. Gucken wir uns das nochmal an. Nämlich genau mit dem Schlusskurs dieser Kerze. Und der Schlusskurs war bei 31:35. Da kam das Signal 1:38:5. Also mit dieser Kerze oder mit der. Mit einer von den beiden Kerzen kam das akustische Signal aus den 5 Minuten. Und wenn das akustische Signal kommt, dann schießen wir uns drauf ein, lassen den Kurs fallen in die Korrektur und dann suchen wir uns in der Korrektur einen Einstieg. In dem Fall wäre der Einstieg bei 38. Wir waren im Hoch im ersten Anlauf bei 44, ist jetzt nicht so pralle, aber der Stop würde jetzt auf 41 liegen, unter diesen Tiefs. Und dann lassen wir das Ding laufen. Wir haben im Handelschart, wo haben wir ihn jetzt? Welcher? Der kleine grüne Pfeil hier. Die Pfeile sind auch nachträglich sichtbar. Wenn man da drauf geht, dann sieht man, ist ein Kaufsignal. Im Handelschart ist bei dir mit Sicherheit kein Pfeil, ne. Aber in dem ganz normalen 1-Minuten-Chart, Euro, US-Dollar, CFD pro 1 Minute, muss ein Pfeil sein. Wenn nicht, ist irgendwas falsch eingestellt, müssen wir nachgucken. Das Beste ist dazu, hier unten die Studies hier unten aufmachen und okay. Und wenn dann Screenshot machen, dann können wir die Einstellung besser überprüfen. Okay, im Handelschart sind keine Pfeile. Wir bewegen uns jetzt mal im Handelschart, da wollen wir eigentlich hin. Wir wollen in diesem Chart ja handeln. Der ist auch, wie gesagt, nur zum Handeln da. Nichts anderes. Okay? In dem Handelschart haben wir drinne. Wir haben den Click-Target von 20 Punkten und den Stop von 8 Punkten. Das heißt, wir lassen maximal einen Stop von 8 Punkten zu.
Wir haben Betray-Stop drinne, der einfach heißt, okay, mehr als, ich kann den Stop hinziehen, wo ich will, mehr als 13 Punkte Stop lasse ich nicht zu. Wir haben dann eine 80, eine 20, eine 0 drinne, heißt nichts anderes, wenn wir den Trade Guard angeschaltet haben, und das werden wir jetzt einfach mal tun, dann würde, wenn wir eine Position im Markt haben, ich hau da jetzt einfach mal eine rein, mal gucken, ob es was bringt, geht der Stop da unten hin und der Stop wird, wenn wir 8 Punkte vorne sind, wird der Stop auf 2 Punkte in den Gewinn gezogen. Das heißt, dieser automatische Prozess, der nimmt uns schon mal eine Menge Emotionen raus, dass wir da keine Scheiße bauen. Und wir haben die Zielbereiche drinne, die können wir hier ein- und ausschalten. Wir können Anzahl der Vortage und wir können sagen, okay, wie viel wir sehen sollen, die Ziellinien oberhalb und unterhalb. Und wir können sagen, wir wollen nur die Long- oder nur die Short-Zielbereiche sehen. Wenn ich sage 0, dann sehe ich gar keine, sind sie ausgeschaltet. Wenn ich auf 1 stelle, sehe ich nur die Long-Zielbereiche. Und wenn ich auf 2 stelle, sehe ich die Long und Short. Das heißt, sie gehen in beide Richtungen, habe ich genau die Zielbereichslinien. Okay? Nächster Punkt ist, dass wir jetzt drin haben die Euro Pro Ziellinien Express. Hier. Die Ziellinien Express sagen, ich mache die mal ein bisschen länger. Stop auf plus 2 bei plus 8 gewinnen. Ich mache die mal länger, damit man sie besser sieht. So. Wir haben hier eine grüne und hier eine rote Linie. Die laufen mit unserem aktuellen Kurs immer mit. So wie jetzt sind wir long unterwegs. Die sagen mir, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke und jetzt in den Markt gehe, dann würde mein Stop von hier liegen und meine Limit da liegen. Das ist nur zur Orientierung, dass ich sehr schnell sehen kann, wenn ich jetzt in den Markt gehe, liegt mein Stop überhaupt richtig oder liegt er irgendwo mitten in einer Bewegung. Wer es nicht braucht, wer das so sieht, wer es so sieht, also keine Hilfsmittel braucht dafür, schön die rote Linie hier beachten, dann gehe ich hier drauf, stelle das Ding auf 0 und weg sind sie. Wenn ich sie doch wieder sehen will, gehe ich da drauf und sage, stelle das Ding auf 1 und dann sind sie wieder da. Hier bestimme ich, wie lang die sein soll. Ich habe die jetzt auf 10 gestellt, das heißt, die Linien sind 10 Kerzen lang. Okay? Wenn ich das Ding wieder auf 4 stelle, sind die nur 4 Kerzen lang und schon eine ganze Ecke kürzer. Und ich habe sie jetzt im Moment auf 20 Punkte Take Profit und auf 10 Punkte Verlust gestellt. Wenn ich jetzt hier sage, ich gehe auf 80, so wie es auch da oben eingestellt ist, dann liegt da meine Linie. Dann sehe ich genau, wie ich jetzt mit 8 Punkten Stop reingehe, liegt da mein Stop und da oben liegt mein Limit, da wo sie jetzt auch gerade richtig liegt. Das ist eigentlich alles, was wir hier drin haben, ist auch alles, was wir brauchen. Das Regelwerk sagt uns in dem, ich muss mal kurz das Ding hier wegnehmen, okay. Das Regelwerk holen wir uns hier, hier kommen die Alarme, die sagen uns, wann wir darauf achten sollen, dass was passiert. Wie gesagt, der Alarm aus dem 5 Minuten, der akustische Alarm, der kam hier. Genau um 18.44 Uhr, genau mit Schlusskurs dieser Kerze hier kam der Alarm. Da. Und sagte Long. So, und dann warten wir die Korrektur ab und führen über diesen Kerzen hier, führen wir dann die Stop-Order hinterher, platzieren die im Handelschart über den Speed-Trader oder den Chart-Trader, die Stop-Order, und führen die immer über der aktuellen Kerze hinterher. Das heißt, zum Schluss liegt sie auf dieser Kerze 1,31, 38 oder 39. Irgendwo hier liegt sie, wird mit dieser Kerze ausgeführt und dann fängt der Trade an zu laufen und wird dann sag schnell, war dann
Und wird dann automatisch wird der Stop auf plus 2 gezogen, wenn wir 8 Punkte vorne sind. Mein Einstieg, der war nicht regelkonform. Da hast du vollkommen recht. Ich habe den jetzt einfach reingekloppt, um einfach mal zu zeigen, wie das mit dem Stop und mit dem Limit ist. Mehr nicht. Das war der einzige Grund. Nee, ich muss nicht auf den Alarm im 1-Minuten-Mörden, obwohl der in der Regel sogar im 1-Minuten auch früher kommt. Das war jetzt hier eine glatte Überschneidung. Das kann eben mal passieren. Aber das Regelwerk ist einfach dafür da, wir sagen, okay, in 5 Minuten kommt der Alarm, dann hinterher. Nicht auf den Alarm verlassen. Um Gottes Willen. Jetzt nicht sagen, oh, Helbig hat einen grünen Pfeil reingebastelt, jetzt gehe ich einfach mal long. Das ist Quatsch. Das tun wir mal bitteschön nicht. Weil Helbig übernimmt nämlich nicht die Verantwortung für eure Trades, kein Stück, sondern es ist ein Hilfsmittel. Der Alarm sagt einfach so, pass auf, Euro Long wird einfach nur, aufpass, alle übergeordneten Charts, die sind soweit nach eurem Regelwerk, jetzt könnt ihr euch einen Einstieg suchen. Die Regeln sind manuell zu befolgen. Okay? Okay, nochmal, hier kommt der 5-Minuten-Alarm, Patrick. Genau hier kam der 5-Minuten-Alarm akustisch. Er hat das Ding dich angebrüllt, Euro Long. In dem Moment gucke ich, hier ist die Bewegung weg. Hier war er sogar schon blau. Unsere Einstiegslinie zeigt nach oben. Unsere Trendlinie zeigt nach oben. Beide laufen parallel, laufen auch ein ganzes Stück parallel und fangen hier an, sich wieder zu trennen. So, wenn ich sehe, wir sind hier in der Aufwärtsbewegung und die hoch sind gebrochen, so wie hier, dann warte ich die Korrektur ab und in der Korrektur führe ich den Stop einfach über den Korrekturkerzen hinterher. Fällt der Kurs hier weiter und unsere Sachen, die wir drin haben, die verändern sich. Die Wolke wird rot oder die Linie wird rot oder der Filter wird rot, dann lösche ich einfach die Stop-Order und fertig ist das. Und der Einstieg erfolgt dann automatisch, in dem Fall hier, wenn diese Kerze kommt, die Stop-Order liegt hier drüber und diese Kerze kommt, dann knackt ihr da durch und nimmt die Order mit. Eins, wovor wir eben gefeit sein sollten, Market reinzugehen. Wir kriegen immer eine saubere einen sauberen Einstieg, wenn wir uns einstoppen lassen. Sind die Ausführungen, die Kurse sind immer sauberer. So, dann haben wir gesehen im Handelschart, dass wir hier 130, 80, 20 drin haben. Und das heißt, der Stop wird automatisch nachgezogen auf plus 2. Ab da bin ich für meinen Trade selber verantwortlich. Entweder sage ich, okay, das Ding ist plus 2 abgesichert. Gucke, wo liegt mein Take-Profit, dafür habe ich meine Zielbereiche, etc. da drinne sehe ich, liegt das Ding gut oder liegt es schlecht, dann lasse ich den da liegen. Ich kann den Take-Profit natürlich auch ein bisschen hin und her ziehen, kann ihn ein bisschen korrigieren zum Guten, je nachdem, was an Hochs, an Tiefs ist, oder ich führe den Stop nach Markttechnik hinterher, oder ich buche mal so 1-2 Tage Seminar und trainiere mal auf einer Traderwoche oder auf einem Seminar mit den Jungs in Edemünden am Billardtisch eine Runde. Was wir übrigens regelmäßig machen. Und da lernt man auch die ganzen Begleiterscheinungen, die Zielbereiche, wie entstehen die Zielbereiche, wie muss ich die beachten, den ganzen Kram, kann man alles in den Seminaren, die wir anbieten, lernen. Das nächste machen wir am 5. Oktober in Lohr, im Traderhotel. Wir machen regelmäßig alle 6, 8 Wochen ein Seminar mit maximal 4, 5 Leuten, minimal 3, maximal 4, 5 Leute hier bei uns. Hier im Büro, in einer kleinen Truppe, egal wie viele Leute da sind, egal was es ist, dieses Seminar kostet immer gleichmäßig pro Tag, pro Person 300 Euro, kann man sich überlegen. Okay, das ist unser Regelwerk nach Euro Pro. Okay, für die Leute, die hier völlig neu sind und überhaupt nicht wissen, was wir machen. Darauf gekommen sind wir, dass heute Morgen ein paar Leute nachgefragt haben, ja, was heißt jetzt sauberes Setup? Weil ich heute Morgen gesagt habe, wir warten auf sauberes Setup. Was heißt sauberes Setup? Sauberes Setup heißt, dass wir ein Regelwerk haben, dass wir nicht
dass wir uns nicht irgendwo hier über den Hochs einstoppen lassen oder sonst irgendwas und irgendwelche Ausbrüche handeln, sondern wir handeln aus der Korrektur, wenn unsere Indikatoren übereinstimmen. Unsere Indikatoren, die gibt es bei uns im Paket zu kaufen unter www.forexpro-systeme.de, zeige ich aber gleich nochmal. Dort gibt es einen Shop und ansonsten gibt es auch eine Telefonnummer, kann man uns anrufen, wird der Rest von uns erläutert. Heißt in der Regel, dass wir uns dann, wenn alle Indikatoren übereinstimmen, lassen wir uns einstoppen und genau nach diesem Regelwerk wird die Position dann auch geführt und wird die auch gehandelt. Dazu gibt es ein Handbuch etc. mit allem drum und dran, was man so braucht. Ein Handbuch in gedruckter Form, kommt ein Päckchen, was hier vorne bei mir im Büro vorne gepackt wird. Manchmal, wenn einer lieb ist, kriegt er vielleicht noch ein schönes Kärtchen dazu oder kriegt vielleicht auch noch ein paar Bierdeckel dazu, vielleicht auch mal einen USB-Stick oder vielleicht auch mal ein Feuerzeug oder vielleicht auch mal eine Tüte Gummibären. Also alles, was krank macht oder alles, was die Zähne kaputt macht, alles, was dick macht, packen wir vielleicht sogar mit dazu. Und da sind alle Regeln nochmal drin und damit hat man auch das Recht, unser komplettes Support-Paket zu nutzen. Das heißt, die Webinare morgens sind kostenfrei und man kann sich für ganz kleines Geld für die Nachmittags-Webinare registrieren. Die kosten dann im Vierteljahr Live-Trading dreimal die Woche einen Huni. Das heißt, irgendwie im Monat irgendwie 30 Euro. Dafür garantieren wir im Quartal 25 Webinare. Dass wir das, glaube ich, nicht ganz so schlecht machen, kann man im Gästebuch nachvollziehen. Und immerhin hatten wir letzte Woche oder die vorletzte Woche unser 600. Webinar. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Aber Euro Pro und DAX Pro sind zwei völlig verschiedene Sachen. Da kommen wir auf DAX Pro oder CFD Pro DAX kommen wir gleich. Okay? Die rosa oder blau hinterlegten Bereiche sind Filter, die wir eingebaut haben, die genau mit den übergeordneten Charts übereinstimmen müssen. Das heißt, wenn ich sauber in den Markt will, muss der Hintergrund blau sein. Der sagt mir genauso, dass die übergeordneten Charts genauso weit sind. Sind zwei unterschiedliche Sachen, auch als Kaufpackage. Das ist richtig. Sage ich am Ende noch was dazu, Udo. Das heißt, hier gleichen wir mit allen übergeordneten Charts ab, manchmal mit 5 Minuten, manchmal mit 10 Minuten, ein, zwei Indikatoren auch aus den 15 Minuten, spart uns einfach eine Menge Arbeit. Okay? So. Jetzt gehen wir mal vom Euro Pro weg. Ich glaube, Euro Pro oder CFD Pro Euro dürfte damit klar sein, oder? Das Regelwerk. Auch für die, die jetzt morgens beim Webinar waren, nicht wissen, was wir da überhaupt machen, die dürften ungefähr wissen, was wir hier tun. So, dann ja, also bei Aufwärtstrend war auf rote Kerzen und dann beim nächsten Aufwärts, jo, genau. Richtig, bei der nächsten Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir warten die Korrektur, führen über diesen roten Korrekturkerzen unsere Stops hinterher, so lange bis sie gegriffen haben oder bis sich ein Indikator gegen uns dreht. Dann wird sie gelöscht. So, so viel zum Euro-Pro. Das heißt, im Euro-Pro haben wir nur den 1-Minuten-Handelschart, den 1-Minuten-CFD-Pro-Euro und den da, den Jong. So. Und wenn wir den hier klein machen, so kriegt ihr das ausgeliefert, so ist alles fertig in der Plattform installiert. Das heißt, ihr habt rechts den 5 Minuten und links den 1 Minuten. Das kann man logischerweise auch im Verhältnis ein bisschen verschieben, wenn man vielleicht von 5 Minuten ein bisschen mehr sieht und so. Alles Sachen, die man dann frei wählen darf. Wir sind freie Bürger in einem freien Land. Okay, so viel zum Euro Pro. Jetzt gucken wir mal auf DAX Pro. Oder CFD Pro DAX. Den Jungen, dieses kleine komische Tierchen, haben wir. Hab ich Scheiße gebaut jetzt? Komm, sei wieder lieb zu mir. Bup, probieren wir es nochmal. Wir nehmen den CFD Pro DAX wieder aus dem Seitenmanager. Wir steigen jetzt vom Euro um auf den DAX. Und damit gehen wir jetzt auf CFD Pro DAX. Dann sagen wir ihr ja oder nein zu allen
Und dann speichert er alles und schon sind wir im DAX. So, im DAX haben wir einen ganz anderen Handelsansatz. Einen ganz anderen Handelsansatz, weil wir im DAX entweder im 15er Spannchart oder im 10-Minuten-Chart handeln. Dafür gibt es auch bloß ein oder zwei Positionen am Tag. Regelwerk. Das Regelwerk bleibt immer das gleiche, obwohl wir das Regelwerk oder die Parameter ständig anpassen. Die werden fast alle 14 Tage verändert. Weil beim CFD pro DAX, da sind wir noch nicht ganz so stabil wie mit dem Euro, das machen wir noch nicht so lange, aber das hat, als wir das rausgegeben haben, sehr gut performt und seitdem wir diese Scheißbewegung zwischen 10.000 und 8.000 drin haben, wurde so schnell hinherficht. Haben wir ein bisschen Kummer mit der Stop-Technik und so. Deswegen passen wir das am laufenden Band an. Regelwerk sagt hier, dass ich einfach warten muss, bis mir hier ein Alarm gesendet wird. Egal in welche Richtung. Wir haben zum Beispiel heute Nachmittag, sagt das Ding hier, Leerverkauf, das ist der 15er Spannenchart und hier rechts ist der 10-Minuten-Chart. 10-Minuten-Chart sagte heute Morgen, als die Long-Bewegung gestartet ist, nachdem man hier ein bisschen rumgedümpelt ist, ich mache den mal groß, dann kann man das eigentlich besser sehen, da setzt er so einen kleinen grünen Pfeil darunter und sagt, Kauf nächste Periode, Einstieg 9552. Das Signal wurde verfeinert mit der nächsten Kerze, Einstieg bei 9536. Und das wurde ausgeführt mit der Kerze um 9.40 Uhr. Damit wurde dieses Signal ausgeführt und dann ist das Ding abgegangen wie Schmidts Katze. Wir handeln hier in der Regel mit einem Stop von 25 Punkten, einem Take-Profit von 50 Punkten. Es sei denn, man hat größere, gröbere Ziele vor der Nase. Das Ziel oben war einmal die 9.580 bzw. die 9.6. Das heißt, genau in diesem Bereich wären wir damit auch entweder rausgeflogen oder wir sind, ich komme gleich da drauf, Joe und Udo. Oder man führt den eben nach und man guckt vielleicht auch ab und zu mal unter www.ufbas.de, was da steht, weil unter www.ufbas.de Blödsinn, machen wir jetzt nicht. Wir gehen hier einfach auf den Blog, weil dann landen wir genau da. Und dort haben wir am Wochenende gesagt, dass wir der Weg nach unten offen mit den Stationen 9, 4, 25, 39, darunter dann weiter. Die momentane Entwicklung spricht für einen Bärenweg in Richtung 8250. Ob mit Umweg über 9,6 oder sogar 9,8 wird sich zeigen. Das heißt, wenn ich sowas weiß, und die Zahlen geben auch regelmäßig bekannt, dann weiß ich, bei 9,6 ist eine Hürde, die war hier. Also muss ich mir da entweder meinen Take-Profit hinlegen oder ich lege meinen Alarm hin und muss dann da manuell reagieren, Stop eng ran und kann das Ding auch mal laufen lassen. Es wird mit unseren Forex Pro Returns, die mit denen wir übernächste Woche auf Tour gehen, also bestimmte Umkehrpunkte sogar einfacher, weil dort werden sogar feste Ziele genannt und auch feste Stops, die wir dann bekannt geben. Wie wir das machen, werden wir gleich sehen, wenn wir hiermit durch sind. Okay, das heißt, wir haben den 10-Minuten-Chart und wir haben den 15er-Spannen-Chart. Um die Frage zu beantworten, was heißt Spannenchart? Spannenchart heißt, dass jede Kerze 15 Punkte groß ist. Das heißt, immer wenn eine Kerze 15 Punkte durch hat, wird eine neue aufgemacht. Wir wollen beide benutzen für den Handel, also nicht für den Handel. Handelschart haben wir separat, darauf kommen wir gleich. Wir wollen lediglich beides abgleichen. An der Börse zählt eins nicht. Was zählt an der Börse nicht? Hat jemand eine Idee? Was nicht zählt, ist Zeit. Das Einzige, was an der Börse zählt, das sind die Preise.
nur die Preise. Das heißt, der 15er Spannenchart, den wir hier benutzen, der ist preisbasiert oder ist preisorientiert. Die Signale sind auch preisorientiert. Und diese werden, komme ich gleich drauf, Anton, und die werden abgeglichen mit dem zeitbasierten Chart hier beim im 10-Minuten-Chart. Das hier ist der 10-Minuten-Chart, der die Einsignale generiert. Und das hier ist der preisbasierte Chart. Der Doji nach 9.53 Uhr, der hat keine 15 Punkte, das ist vollkommen richtig. Diese Kerze hat auch keine 15 Punkte, weil wir haben den Nachteil, dass wir im Nachhinein keine 15er Spannkerzen kriegen im CFD-Bereich. Weil wir sind nicht im Future und der zieht uns keine Ticks. Keine nachträglichen Ticks. Das heißt, er kann nicht weit genug berechnen. Solange wie die Plattform läuft, macht jede Kerze 15 Punkte. Solange wie ich jetzt hier meine Plattform nicht runterfahre oder sonst irgendwas, ist jede Kerze 15 Punkte. Fahre ich den Rechner runter, starte den morgens neu, hat der Spannenchart keine 15 Punkte. Kann er gar nicht. Wer ein Future-Konto hat und auch die Future-Daten hat und Future lädt, der sollte sich den DAX Future mit dazu nehmen und soll die da reinpacken, weil dort können wir genau die Dinge auch rückwirkend sehen. So, nur einen Schluck trinken, sorry. Okay, Regeln sind soweit klar. Das heißt, hier werden auch die Signale generiert, die nicht heißen jetzt blind da rein, sondern die gehen ja immerhin schon so weit, dass man sagt, okay, kauf nächste Periode bei 9,552. Bedingung, nächste Periode. Das heißt, die nächste Kerze müsste die 9,552 überschreiten, hat es aber nicht gemacht. Sondern die sagt dann, nächste Periode, wenn die fertig ist, gibt die das nächste Signal, die verfeinert das Signal hier und sagt, Einstieg 9,536. Und hier der dicke Pfeil sagt dann, okay, hiermit wurde sie ausgeführt, hier wurde die Order gefüllt, auf geht's. Das heißt, ich kann mir im Grunde genommen auch hier ganz locker irgendwie eine Stop-Order drüber legen. Oder ich bin ganz clever und wir nehmen uns mal die Uhrzeit heute Morgen, dieser Bereich, das war 9 Uhr noch was, wir haben nämlich noch einen Chart, nämlich den 1-Minuten-Handelschart. Da haben wir ihn. Ich habe ihn jetzt auf 1 Minute gestellt, um ihn auch relativ fein hinzukriegen. Weil genau da kam nämlich das Spiel, so wie heute Morgen, um 9.40 Uhr, da wurde das Signal generiert. Ich habe hier eine schöne, saubere Range. 9.532 sollte ich rein heute Morgen gegen 9.40 Uhr. Das heißt hier, nee, 9,536 sagt er, ne? Dann hier drüber, dann kommt genau da drüber die Stop-Order und hier mit dieser Kerze um 9.52 Uhr wird die Order gefüllt. Ich kann natürlich auch die erste Bewegung abwarten, die Korrektur und kann auch danach handeln und dann ballert das Ding durch. Okay? Die Zielbereiche, die ich jetzt hier drin habe, ich habe mir hier mein Fibo eingezeichnet. Die Zielbereiche, die er automatisch drin hat, die er hier drin hat, errechnen sich auch aus dem Vortag beziehungsweise teilweise mit Pivot und so. Es wird alles von Hand gehandelt. Bei mir wird alles per Hand gehandelt. Ich hasse Automaten. Bei uns gibt es keine Automaten. Das Einzige, was man machen kann, dann im Handelschart den genauso aktivieren und zu sagen, okay, ich lege da mein Stop hin und dann soll er mein Stop im automatischen der und der Form nachdrehen. Das kann ich genauso gut machen. Jetzt kommt der Clou, den wir eigentlich noch haben, da werden wir auch die nächsten Tage noch öfter mal drauf eingehen. Das ist unser sogenanntes Group Trading.
oder auch noch bekannt unter Synergy Trading. Aber wir reden jetzt vom Group Trading, weil diese Group soll Synergien schaffen. Dieses Tool kann man nutzen, indem man in der Cloud ist es erst nächste Woche möglich, auf dem Chart ist es jetzt möglich. Indem ich hier oben auf Portal gehe und gehe hier auf Group Trading. Ich logge mich jetzt mal aus. So. Dann kann ich sagen, okay, E-Mail-Adresse oder Kurzname, also E-Mail-Adresse und Passwort. Dann kann ich sagen, okay, ich will mich registrieren. Dann kann ich mir einen Kurznamen geben, ich kann mir eine E-Mail, muss die E-Mail-Adresse hinterlegen, muss sie bestätigen und ein Passwort hinterlegen. Ich kann ein Bild dazu packen, kann auch vielleicht sogar noch reinschreiben, wie ich trade. Wenn ich dann registriert bin, dann sehe ich, hey, jetzt nehme ich euch jetzt weg. Dann sehe ich die Gruppen, die da drinnen sind. So, und da ist er wieder. So, jetzt sehe ich die Gruppen, die hier hinterlegt werden. Das sind meine Nachrichten da drinnen. Die müssen wir nicht alle lesen hier. Das ist sowieso, das sind ein paar Tests, das ist völlig Banane. So, jetzt bin ich in dieser Gruppe. Ich habe jetzt ganz bewusst die Gruppe Europro, ich habe zwei Gruppen gegründet. Also ich sehe nur zwei, die ich gegründet habe und denen ich beigetreten bin. Das heißt, ihr seht die Gruppen, die kann man sich hier angucken. Und da seht ihr, da gibt es Europro, die ist öffentlich und DAX Pro, die ist privat. So, jetzt kann man jetzt hier drauf gehen, kann sagen, okay, Gruppe Europro, da kann ich, will ich mich anmelden, dann gehe ich da einfach drauf. Aber erst wenn ich registriert bin, Registrierung haben wir gerade gezeigt, wie die funktioniert, dann gehe ich einfach da drauf und dann sage ich, okay, ich will mich da registrieren. Hier stehen die Zeiten drin und so weiter, täglich von 7 bis 11 und dann das von 2:30 bis um 5. Mal gucken, wie wir die Zeiten durchhalten. Da ist mein Trader-Profil und Gruppen, denen ich beigetreten bin. So, wenn sich dort einer registriert, jetzt für die Gruppe Europro, deswegen habe ich die öffentlich gemacht. Das heißt, ihr könnt die Gruppe im Group Trading sehen. Ihr registriert euch in dem Moment, wo ihr euch registriert. Bitte bei, ihr beschreibt ja unten euren Trading-Stil, bitte euren vollen Namen reinschreiben, wer ihr seid. Dann sehe ich, wer sich da registriert hat und dann entscheiden wir hier bei uns im Haus, wen wir in die Gruppe reinnehmen oder nicht. Das ist im Moment noch im Beta-Test. Wenn das Ding scharf geschaltet wird, wird es so sein, dass alle Leute, die da drinnen sind, die Registrierung, glaube ich, war jetzt klar, wie man das macht, kann man ja auch nochmal nachvollziehen. Ne? Das heißt, wenn man dann registriert ist, dann hat man hier diesen Ordner Synergy Trading, wenn man freigeschaltet ist. Und jetzt gehe ich mal in Europro. So, in dem Moment, wo ich da reingehe, ich sag mal, ich schalte jetzt mal mein Konto Messe Stuttgart frei. Okay. Jetzt sehe ich hier, abonnierte Depots ist keins, warum nicht? Jetzt habe ich da ein kleines Problem. Genau. Publizieren. So. Jetzt habe ich hier auf meinem Laptop ein zweites Konto freigeschaltet. Ich habe dieses Konto freigeschaltet. Ihr habt vorhin gesehen, dass ich im Euro eine Position gezeigt habe. Hier ist jetzt mein Konto. Trader, Forex Pro, Messe Stuttgart, das bin ich. Und Trader WS PAP 108. Das ist genau dieses Konto hier auf meinem Laptop, wo ich jetzt per Fernwartung drauf bin.
Das mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Und jetzt seht ihr, Trader Forex Pro Messe hat eine Position drinne. Ich nehme den Chat mal weg, dann kann man nämlich viel mehr sehen und ich nehme auch die Aktivitäten weg. So, jetzt kann man alles sehen. Jetzt sehen wir genau, dass der Trader Forex Pro in seinem Konto Messe Stuttgart den Euro-US-Dollar gekauft hat. Zu einem Preis von 1,31, ich kann das hier ein bisschen breiter machen, dann kann man es auch sehen, 1,31,43,9, hat den Stop auf 1,31,35,9 und hat das Target bei 1,31,63,9. So, und man sieht genau, wo mein Stop liegt. Jetzt nehme ich das mal ganz kurz weg und jetzt gehe ich in... Wie mache ich das jetzt? Ich mache jetzt mal ganz einfach, ich hinterlege hier jetzt mal dieses Konto Messe Stuttgart. Und lege hier jetzt eine Stop Order Short rein. Das heißt, ich bin der Trader Forex Pro und auf dem Laptop, den ich gleich wieder dazu hole, oder umgedreht, ich sehe hier den Trader WAS Pub 108. Der hat keine Position drin. Okay? Und der hat sein Paper. Dieser Trader sitzt auf diesem Laptop, der kann sonst wo sitzen. In Timbuktu von mir aus. Dieser Trader, der geht jetzt in seinen Handelschart, hat seinen Handelschart hier die Paper, dieses Konto, was er freigeschaltet hat, und sagt jetzt, okay, ich bin der Meinung, jetzt geht der Kurs hier weiter short. Ich platziere jetzt genau hier eine Short Order. Mit 3 Lot. Zack. Und dann schon steht hier drin in diesem Konto Einstieg Leerverkauf mit so und so viel Kontrakten, die Positionsgröße und der Preis. Das sieht er selber in seinem Konto. Und ich sehe jetzt in seinem Konto, der Trader WAS Pub 108 hat jetzt eine Order gesetzt. Upp, ich mache das mal richtig groß, damit man das besser sehen kann. Der Preis da oben, ups. Interessiert jetzt mal nicht so. Wir wollen uns jetzt mal um das Gruppentrading kümmern hier. Der hat jetzt diese Order da gesetzt und will Einstieg Leerverkauf mit 3 Kontrakten bei 1,31,38,6. Jetzt sehen wir, dass diese Order auf dem anderen Rechner im Laptop platziert ist. Okay? So wie, glaube ich, ist es verständlich, oder? So, jetzt verändere ich mal auf diesem die Order. Und schon sehen wir hier, dass die Order verändert wurde. Und wenn ich jetzt den Trade Guard aktiviere, dann werde ich nämlich mal die Order so platzieren, dass sie jetzt auch gegriffen wird. So. Gucken, wenn es einen kleinen Tick tiefer geht, dann, ich gehe gleich auf Fragen ein. Wenn die Order jetzt gegriffen wird, ich mache jetzt nichts, ihr seht hier meine Maus, also ich greife jetzt auch nicht auf den Laptop zu. Ich habe nur den Trade Guard eingeschaltet auf dem Laptop. Jetzt gucken wir den ganzen Spaß mal an, wenn nämlich die Order gegriffen wird. Dann sehen wir hier nämlich auch gleich, wo Stop und Limit platziert ist. Dazu muss der Kurs jetzt aber einfach nur mal einen kleinen Tick nach unten gehen. Nicht weit. Okay, machen wir mal andersrum. Ich lege noch eine Order oben drüber, eine Stop-Order. So,
Und jetzt haben wir Einstieg, Kauf, Stop, Long bei 40,5 und eine. So, jetzt hat er die Long Order gegriffen. Habt ihr gesehen? Und hat ich habe die Short Order gelöscht, er hat die Long Order gegriffen und jetzt seht ihr genau Bracket, also die sind verbunden über den Trade Guard, dort liegt mein Stop und dort liegt meine Limit. Okay, das heißt, der Mann, der hat jetzt dort diese Trader, wer ist PAP 108, ihr könnt euch auch selber einen Namen geben, hat da jetzt seine Stop und hat da jetzt seine Limit platziert. Wenn ich jetzt dieses Stop verziehe, nämlich weiter ran, dann sieht man genau, zack, der Junge hat gerade seinen Stop verzogen, nämlich auf 1,31,38,2. Und zwar plus 46 Ticks, plus also plus 4,6 Punkte. Plus 46 Ticks, also 4,6 Punkte. So, und deswegen liegt der Stop jetzt genau da. Und die Limit liegt bei 61. Wenn ich jetzt die Limit noch verziehe auf diesem Konto, zack, dann seht ihr genau, Target auch verzogen. Schlechter gemacht um 15 Punkte. Minus 15, noch was. Das ist die ganze Geschichte, was Group Trading kann. Das heißt, wer sich dazu anmeldet, der wird sehen, welche Position die anderen handeln. Man kann selber ein Konto freigeben, dass wir die Position sehen. Das heißt, man kann wirklich in der Gruppe traden. Man hat hier eine Chat-Funktion, solange wir die aktiv lassen. Wenn ich diesen Chat ausschalte, ist er weg. Wir sehen alle Aktivitäten, die hier passieren, auch auf den anderen Konten passieren. Die kann ich mir einblenden lassen hier. Das bestimmen wir hier aber, weil immerhin bin ich der Moderator, sind wir die Moderatoren davon. Da sehen wir genau, was passiert. Wer einen Raum betritt und wer nicht. Und wir haben hier eine Chatfunktion, die wir ebenfalls ein- oder ausschalten können. Wenn ich nicht da bin, werden wir die Chatfunktion ausschalten. Man sieht hier genau, wie alt die Order ist. Man kann sie sich von dem hier, der hat die ja da platziert, und wenn ich jetzt sage, okay, im Chart, so, dann sage ich, okay, Analysen für dieses Wertpapier, gehe ich da rein, und schon, so, hey, kann ich nicht, scheiße, da ist der Bug, das andere Konto ist auf dem normalen, und ich bin im Plus-Plus, deswegen kann er mir das nicht laden. Gut, dass ich das weiß, gut, dass er das macht. Ich kann mir diese Order hier direkt im Chart anzeigen lassen. Also ich kann da drauf gehen, kann sagen, okay, wo ist das Ding überhaupt? Wo ist die Stop, wo ist die Limit? Und ich kann sogar hier drauf gehen und kann sagen, die Position von dem, die finde ich aber affengeil, die kopiere ich mir jetzt mal. Und dann sagt er mir schon, Symbol Euro-US-Dollar, Konto auswählen, kann ich dieses Konto auswählen, wo ich das handeln will. Ich kann hier die Ticks gewinnen und Verlust und so weiter alles eingeben und dann kann ich sagen, Kauf und Verkauf. Und fertig ist das. Ziel ist es, um die Fragen hier mal abzuarbeiten, wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, kommt man dann nie mehr rein. Also es wird so sein, dass wir damit ein Tool gründen oder gegründet haben, wo einmal die Gruppen sich untereinander austauschen können. Wir haben aber die Erfahrung, dass das ein sinnloses Durcheinander wird. Das heißt, im Endeffekt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir uns, wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Begriff hasse, dass es aber einen sogenannten Guru-Kanal, einen Guru-Channel gibt. Das heißt, die Leute sehen dann, ich sage, wenn ich jetzt hier bei uns im Büro ein Konto freigebe, worauf wir vielleicht mit 2, 3, 4 Leuten zugreifen können, dann sehen alle Leute, die in diesem Channel sind, sehen alle Positionen, die wir auf diesem Konto handeln. Das heißt, so wie letzte Woche, wo wir DAX-Positionen gehandelt haben, bis zum Abwinken, wo dann etliche Leute sagen, ja, warum sagst du nicht Bescheid? Ja, soll ich mit 50 Leuten telefonieren?
dann setzen wir genau eine Kopie oder eine Order in der Form mit Stop und Limit, die Ordergröße, geht ja hier kein Schwein was an. Dann setzen wir hier in einem Live-Konto eine kleine Order, dass man einfach sagt, okay, da ist die Stop, da ist die Limit, so und so, das denke ich mir dabei. Vielleicht eine kurze Notiz dazu. Und dann kann jeder, der hier dabei ist, der da Teilnehmer ist, kann sich genau diese Details kopieren und kann die übernehmen. Kann im Chat eventuell Fragen stellen. Der Chat hier auf der rechten Seite ist so lange an, wie ich selber anwesend bin. Ich will schon sehen, wenn man mir den Rücken aufreißt. Dann will ich wenigstens dabei sein. Ansonsten ist der Chat ausgeschaltet. Es gehen auch mehr als 15 Personen. Das muss ich sehen, wie belastbar wir sind. Aber wir bestimmen den Zulauf und wir werden dieses Tool mit Sicherheit kostenpflichtig machen. Ich weiß noch nicht, wo der Preis landet. Wir werden mit Sicherheit 50, 60 Euro im Monat landen. Es gibt aber keine Jahresabos oder sonst irgendwas, sondern wir werden jetzt, wie gesagt, den Beta-Test durchlaufen lassen. Da kostet er selbstverständlich nichts. Wir werden da auch ein paar Positionen zeigen, werden in den Webinaren mal drauf eingehen. Und danach wird dieser Kanal kostenpflichtig. Der kostet uns nicht wenig Gebühren. Die Programmierung, das Aufrechterhalten kostet nicht wenig. Wenn man sieht, was das Ding kann, was da für eine Funktion dahinter stecken, dann weiß man auch, was da für eine Arbeit dahinter steckt, sowas überhaupt zurechtzukriegen. Und deswegen wird das so kommen, aber es wird spätestens in 2, 3 Monaten so stabil laufen, dass wir da konstant vormittags und nachmittags, wenn wir Positionen handeln, diese auch auf diesen Konten platzieren und jeder kann dazukommen. Wenn die Gruppe voll ist, wenn es zu viel ist, wenn wir den Fragen nicht mehr hinterherkommen und so weiter, dann werden wir die Gruppe killen oder wir werden sie vielleicht irgendwann splitten oder wir werden die Chat-Funktion einschränken oder ich weiß nicht, muss man gucken, was man macht. So, ich glaube, die Funktionen sind auch klar. Müssen sich die Leute, die schon bei Synergy angemeldet sind, nochmal bei Group anmelden? Ja, Synergy ist ja Group, das ist ja nichts anderes. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Kannst du noch etwas zu den DAX Pro-Regeln sagen? Was möchtest du zu den DAX Pro-Regeln wissen? Muss ich deine Frage schon konkretisieren? Ansonsten muss ich mit den DAX Pro-Regeln reden. Wenn ich zu denen etwas sagen soll, die Group-Anmeldung läuft hier oben über Portal und dann Group-Trading. Das Webinar wird aufgezeichnet, es wird auch hochgeladen, das kann man sich dann auch in der Mediathek anwenden. Okay, da ist jetzt eine Position rausgeflogen, das ist genau die bei WSPub. Die Long-Position ist jetzt ausgestoppt worden, wir hatten den Stop sehr eng rangezogen. Die Regeln im DAX Pro oder im CFD Pro DAX, die sind auch sehr einfach gehalten. Ich habe hier mal eine Linie noch drin, aber wir haben den 15er Spannchart hier laufen, wir hatten hier vorhin in diesem Bereich hatten wir ein Short-Signal, was dann ausgeführt wurde bei 9635. Und ist gelaufen bis 98. So ist das Ding fast 40 Punkte vorne. Der TP und die Limit sind im Moment so eingestellt, dass wir 50 Punkte Take Profit und 25 Punkte Stop haben. Wir müssen darauf achten, dass nach Möglichkeit im Spannchart nehmen wir mal hier, wenn hier das Signal kommt, wir sollen da rein bei 34, da sind wir bei 25, 34, 25 sind 59. Müsste man sich vorher zum Beispiel mal schlau machen, okay, wenn das Signal kommt, dann bin ich weit unter dem letzten Hoch. Will ich das oder will ich das nicht? Ich muss zum Beispiel mal ein FIBO drauflegen und sagen, okay, die Short-Bewegung ist da, jetzt kommt die Korrektur, nächste Schwung. Geht er da ab oder geht er nicht ab? Wo muss ich mit meinem Stop hin?
Wir müssen darauf achten, dass die Kerzen eben nicht zu lang sind und dass wir nach Möglichkeit mit dem Stop über dieser Wolke landen. Dass sie die Wolke nicht verletzt. Der 1-Minuten-Chart ist noch der Trading-Chart. Wie lange das so bleibt, kann ich wirklich noch nicht sagen. Ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Leute, Mensch, du hast aber gesagt. Es kann durchaus sein, so wie die Bola im Moment läuft, dass wir das Ding auf 5 Minuten irgendwie erhöhen und dann andere Stops dahinter hängen. Das werdet ihr aber merken. Weil in dem Moment, wo wir was verändern, schicken wir das an FiberTech. FiberTech programmiert den ganzen Kram. FiberTech schickt den dann an WH und dann wird es in die Plattform integriert. Und beim nächsten Update habt ihr es genauso. Und sobald sich was verändert, werden die Veränderungen als PDF geschrieben mit Bildern dazu und werden auf der Homepage hochgeladen. Ich glaube, den Service seid ihr von uns auch inzwischen gewohnt und da werden wir auch nicht von abweichen. Aber wir lehnen uns wirklich noch nicht so weit aus dem Fenster, weil es lief vorher wirklich 3 Monate absolut sauber. Wir haben performt wie blöd. Das hat richtig Spaß gemacht. Und genau 14 Tage, nachdem wir es dann rausgegeben haben und wir nur das Regelwerk aufstellen wollten, seitdem hat die Performance ein bisschen nachgelassen. Aber das kann passieren. Also muss man einfach nur aktiv dranbleiben und sehen, dass man so eine Macken irgendwie rauskriegt. Richtig? Richtig. Fragen dazu? Auch zum CFD Pro DAX gibt es dann logischerweise ein entsprechendes Handbuch, wenn das fertig ist. Ich weiß, Herr Uwe und die Sonja haben das Korrektur gelesen, da muss ich jetzt nur noch mal reinpieken, noch mal reingucken. Und dann ist das auch fertig für den Versand. Und dann gibt es die Stop-Ergänzung und so weiter, die werden dann per PDF hochgeladen auf die Homepage, alles andere ist sonst zu umständlich. Die Signale sind so lange gültig, so lange, bis die Wolke sich nicht umfärbt. Das heißt, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben hier diese Kerze, das Ding sagt, okay, Einstieg bei 9635, entweder wird das Signal mit der nächsten Kerze verfeinert, dann bleibt die nämlich noch in diesem Bereich und wird verfeinert und sagt, okay, dann kommt die nächste Periode und geht da durch. Oder es wird ausgeführt oder es läuft entgegengesetzt und dann wird sich die Wolke verfärben und wird umspringen und dann ist das Signal hin. 1-2 Punkte drüber. Was ist bezüglich den Umkehrpunkten? Die bevorzugten Tradingzeiten sind in der Regel ab 9. Wir haben hier, oder ab 8 kann man schon mal gucken. Wir gucken ja auch morgens mal drauf. Wir haben hier auch Zeitfilter drin, in denen nicht getradet werden soll, weil wir da uns Brett von 8 Punkten haben. Was bezüglich der Umkehr, zu den Umkehrpunkten geplant, jede Menge. Wir haben schon einen Großteil fertig. Wir gehen übernächste Woche damit auf Tour und machen dazu in Lohr ein Seminar in Verbindung mit Europro. Das heißt, die Umkehrpunkte in Verbindung mit Europro werden auch sehen, dass wir einen Tag Live-Trading machen. Allerdings fehlen mir noch die Zusagen von 2 Händlern, die dazukommen sollen. Ich hoffe, das kriegen wir auch gebacken. Und dann werden wir auch dazu ein Präsentationsvideo drehen und werden das auf die Homepage packen. Okay, noch Fragen dazu? Wir sind schon wieder 1,5 Stunden rum. Das heißt ja nicht umsonst, Männer haben auch Gefühle, ne? Hunger zum Beispiel und Durst. Ja, super. Kompliment, geben Sie über Ihre realisierte Background-Unterstützung was preis, beziehungsweise was steckt dahinter in Verbindung mit der Frage, was muss der Trader an Grundwissen mitbringen, um erfolgreich traden zu können? Das Erste, was er mitbringen muss, sind Nerven. Dann ist bei uns Bedingung gute Laune.
Nerven und Disziplin. Der Prozess ist nicht in 2, 3 Wochen abgeschlossen, aber ich glaube, das labern alle und das will man auch eigentlich gar nicht mehr hören, aber das ist das oberste Gebot genau in diesem Job. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich zu disziplinieren, mich an Regelwerk zu halten, werde ich auch kein Trader. Wenn ich rumrenne und immer nur über die anderen meckere und immer erzähle, wie schlecht die anderen sind, die mich da immer rausholen, die mich immer ausstoppen, die mir schlechte Kurse stellen, die mir scheiß Systeme verkaufen und, und, werde ich nie ein Trader. Ich muss lernen, Verantwortung für mich zu übernehmen. Seminar in Lohr dazu, wenn man Grundwissen hat, was wenn man Grundwissen hat, was eine Longkerze, was eine Shortkerze ist und wenn man weiß, was ein Aufwärtstrend, was ein Abwärtstrend ist, dann kann man den Rest auch gerne bei uns lernen. Das den Großteil wird man lernen. Wie gesagt, ein Seminar ist in Lohr, kann man sich bei uns über die Homepage anmelden. Wir machen das vom 5. bis zum 9. Oktober, sprich in 4 Wochen oder in 5 Wochen. Eine Woche lang, genau dort findet man das und der Termine, Webinare, Seminare. Hier sind wir an den Orten unterwegs, wo wir nochmal genau erläutern, was wir tun. Hier sind unsere ganzen Webinartermine hinterlegt und Zürich soll man mal rausnehmen und Hedemünden können wir auch rausnehmen. Bupp. Warum ist Lohr hier noch nicht drin? Habe ich da was falsch gemacht? Okay, wird ersetzt, ist morgen auf der Homepage. Auf jeden Fall findet ihr es unter Traderhotel. Dort ist genau alles hinterlegt. Den Link schreibe ich hier nochmal rein. Dort ist auch nochmal alles beschrieben, was man so machen kann und wie wir das tun. Die Homepage wird morgen aktualisiert, so dass ihr zum Wochenende drauf gucken könnt, dann sind auch die Termine dort aktualisiert. Habe ich ein bisschen verschlammt. Hier haben wir auch alle Veranstaltungen ab Kalenderwoche 36 hinterlegt. Und auch dort haben wir hoffentlich Lohr schon drinne. Aber die Tour bis Dresden, also bis 25.09. ist alles hinterlegt. Das findet ihr hier. Ganz unten funktioniert der Link auch nicht. Achso. Kalender. Nee, ist ja auch kein Link. Den kann man auch rausnehmen. Alles andere findet ihr, Beschreibung über uns findet ihr hier unter Unternehmen. Hier ist unser Gästebuch, wo sich auch ein paar Leute aus den letzten Webinaren mal niedergelassen haben. Finde ich auch sehr nett. Danke dafür. Hier findet ihr alles, was wir tun, warum wir das tun. Hier habt ihr alle Termine, hier habt ihr Software, hier sind alle Produkte nochmal beschrieben und der Shop ist hier beschrieben. Und hier haben wir unsere Mediathek, wo man dann in der Mediathek die aktuellen Webinare, da ist vom 2.9. von gestern Nachmittag drin, heute wird heute Abend noch hochgeladen. Und wenn man eingeloggt ist als Kunde, dann findet man hier bis zurück Mai 2013 alle stattgefundenen Webinare und kann sich die als Kunde angucken. Als Nichtkunde findet man nicht ganz so viele, in der Regel die aktuellen für die letzten 3 Tage oder so. So, die Numbers-Webinare oder Seminare landen auch noch im Archiv. Ein ganz besonderer Punkt, danke Uwe, dass du mich nochmal darauf hinweist. Morgen Nachmittag um 14:05 auf N24, Day Trader 3,
Der wird morgen Nachmittag gesendet auf N24 um 14.05 Uhr. Um 13.05 Uhr kommt Daytrader 2, um 14.05 Uhr kommt Daytrader 3, wo eine Reportage gedreht wurde über drei Händler, über den René, über, also René Wolfram, den kennt ihr bestimmt alle, über Bojan, ich glaube, den kennt ihr noch nicht, und über unser Haus hier, über Forex Pro-Systeme, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, wie unsere Denke ist. Wird dann eine Dreiviertelstunde von 14.05 Uhr bis ungefähr 14.50 Uhr darüber berichtet und gezeigt. 13.05 Uhr kommt der Daytrader 2 mit Giovanni Ciccivelli, der wurde vor 2 Jahren gedreht. Den bringen sie 13.05 Uhr und im Anschluss 14.05 Uhr bringt man dann den dritten Teil, der hier bei uns im Haus zum Teil gedreht wurde. Ja, wir werden, wenn die Aufzeichnung funktioniert hat, werde ich die gleich konvertieren und werde sie entweder heute Nacht noch, ansonsten morgen früh hochladen, so dass man die ganze Aufzeichnung nochmal nachvollziehen kann. Und den Film kann man eventuell nachträglich auch sehen, wenn ich die fertige Version dann habe, auch fertig konvertiert habe, werden wir die auf YouTube hochladen und werden auch den Link bei uns auf die Homepage packen. Beziehungsweise sind morgen und übermorgen ist ein Regisseur hier und ein kleines Filmteam hier und drehen sogar einen Imagefilm, wo wir ein paar Sachen da draus schneiden und die wichtigsten Sachen über unser Haus dann bei uns auf die Homepage packen. Okay, also ihr wart ja doch recht zahlreich und ich hoffe, wir konnten einen Großteil der Fragen wenigstens beantworten, konnten auf etliche Sachen eingehen und die ganze Geschichte hat euch ein bisschen weitergeholfen. Auch im Regelwerk. Wir werden versuchen, ob wir sowas vielleicht ab und zu mal machen können, um das Regelwerk aufzufrischen. Bitte erwartet das nicht alle 14 Tage. Das ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Wir machen schon 6 Webinare die Woche. Nutzt auch diese Webinare bitte, um Fragen zu stellen, regelmäßig. Und vielleicht haben wir auch den anderen noch, ein oder anderen vielleicht sogar überzeugt, der bis jetzt nur als Zaunkönig unterwegs war, vielleicht sogar bei uns mitzumischen. Die anderen 450, die mit uns arbeiten, freuen sich bestimmt gerne auf Zuwachs. In diesem Sinne kann ich nur danken für eure Aufmerksamkeit und hoffe, die Setups und so weiter haben euch auch ein bisschen weitergeholfen, auch die Regeln mal aufzufrischen und die Regeln von DAX-Proben mal zu erläutern. Und jetzt verkrümle ich mich und werde jetzt ganz entspannt ein Bier trinken. Wir sehen uns fast alle wieder in 11 Stunden, morgen früh in alter Frische. Bis dahin euch einen schönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, tschüss und moin, moin.